In seinem Alter sollte er eigentlich nicht mehr Zeit reisen. Unsinn, Junge! Der graue Star verhindert zwar das dreidimensionale Sehen, aber wir reisen ja in vier Dimensionen. Gehört dir eine der Zeitmaschinen da draußen? Aber natürlich, mein junger Freund. Ich nenne sie die Ritardes. Was lachen die denn da so? Weil sie keine Ahnung haben. Die Ritardes ist ein kleines Juwel der Zeitreisetechnik. Juwel, sagt er. Herr Vincent verschweigt Ihnen, dass sein veraltetes Vehikel keine echten Zeitreisen unternehmen kann, sondern nur deterministische. Man kann damit die Vergangenheit nicht verändern. Man sitzt so lange fest, bis man den Zustand der Zeitlinie zum Zeitpunkt der Abreise wiederhergestellt hat. Hä? Hör nicht auf die Leute. Eine Reise in der Ritardes lohnt sich immer. Wenn du willst, kann ich dich auf eine kleine Spritztour mitnehmen. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genauen Raumzeitkoordinaten eingetragen sind. Frag einfach die Burschen vom Portalbauamt. Nur deterministische Zeitreisen ist ja weg. Was für ein Kotzbrocken. Ist das dein Schlitten da draußen? Wieso? Habe ich dich einfach zugeparkt? Nein, keine Sorge. Schade. Aber wozu dann die Frage? Du hast das Licht angelassen. Wenn du mir den Schlüssel gibst, dann... Ha, guter Versuch. Das Instant Change Coupé macht nicht nur Zeitreisen ohne lästige Zeitgabelung möglich. Es reguliert auch seine Scheinwerfer seit der 5er-Serie automatisch. Ein schönes Gerät, keine Frage. Ja, der Traum eines jeden Zeitreisenden. Lange dachte ich, es würde nur für eine Zweier reichen, den sogenannten Mutterstampfer. Aber ich war ehrgeizig. Ich wollte unbedingt die Fünfer. Ich habe geschuftet, mich anspucken lassen, jeden Slotty dreimal umgedreht. Und jetzt, da es soweit ist, das Einzige, was mir noch Freude bereitet, ist, andere rumzuschubsen, die sich nicht so abrackern wie ich damals. Zum Beispiel mein Vergangenheits-Ich. Diesen Faulenzer. Der wollte mir schon längst eine leckere Fulok-Suppe servieren. Aber siehst du hier eine leckere Fulok-Suppe? Ich nicht. Wenn er nicht bald mal meinen Arsch hochbekommt, werde ich etwas erlebt haben können. Ach, diese verwirrenden Zeitreisen. Dieser Zeitreisende entstammt offenbar einem ganz anderen ethnischen Kontext. Hier sind mein Respekt für fremde Kulturen und mein diplomatisches Fingerspitzengefühl gefragt. Uga, Uga! Guten Tag, der Herr. Wir hatten wohl noch nicht das Vergnügen. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Ung. Hallo, du verstehst, was ich sagen? Aber selbstredend. Kommunikation ist eines der wichtigsten Attributive für das Metier, in dem ich mich beruflich verdinge. Ich bin Händler und es wäre mir eine Konvivialität, mit Ihnen geschäftlich zu negoziieren. Ich biete Heilkräuter für gesunde Darmflora gegen altmodische Kunst aus der neolithischen Epoche. Ich dir geben Stein, du mir geben Furzpampe. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Ah, schön. Der Junge. Oh nein, die Fulok-Suppe. Ich werde bestimmt gefeuert. Meine Zukunft hängt doch von diesem Job ab. Ich dachte, hier gibt es keine Zukunft. Für mich schon. Mein Zukunfts-Ich sitzt da hinten am Ecktisch. Er sagt, wenn ich mich nicht deutlich mehr anstrenge, werde ich nie so erfolgreich sein wie... wie ich. Er sagt, ich muss sparen, hart arbeiten, eine Altersvorsorge abschließen. Sonst werde ich später nie so eine schnittige Instant Change 5 fahren. Und nur alles umsonst. Warum machst du nicht einfach eine neue Suppe? Das geht nicht. Und sind die Fulok-Rippen ausgegangen. Oh je, was für ein Fiasko. Was für ein Ford-Fiasko. Wer braucht denn da so lange? Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hetzt mich nicht! Ich leide an einer schweren Zeitverstopfung. Ja, den kenne ich doch, wollte ich sagen. Zeitverstopfung? Nicht vielleicht Temporaldiarrhoe? Nein, die habe ich hinter mir. Aber woher zum Kehricht?
Ja, da schaust du was. Ich habe deine Stimme erkannt. Du bist der Zeitscheißer. Der Temporal-Klo-Tourist, der es sich offenbar zur Aufgabe gemacht hat, die Toiletten des gesamten Multiversums mit seiner Kacke zu verstopfen. Endzeitmensch? Bist du das? Oh ja. Aber ich habe dich doch gerade erst getroffen. Du hast mir dieses prima Klopapier hier gegeben. Das Geld aus Cletus Koffer. Ich erinnere mich daran. Aber das war doch mein anderes Abenteuer. Eine Version der Zukunft, die es jetzt nicht mehr gibt. Als würde ein großer Pfropfen alles verstopfen. Oh, wem sagst du das? Oh, eben ist noch alles geflossen. Jetzt geht gar nichts mehr. Oh, genau. Aber ich kriege das schon wieder zum Laufen. Oh, das wäre toll. Für dich doch alles, mein Freund. Gibt's hier noch irgendwas? Ach, Rita, ja klar. Fuelock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind im Angebot und mich gibt's auch günstig zu schießen. Mein Name ist Rita. Bist du Single? Nein. Ja, es ist kompliziert. Verschwende nicht meine Zeit. Ich bin fast 40 und Kellnerin in einer Stadt ohne Zukunft. Denkst du wirklich, ich habe Lust, mir dein Gejammer anzuhören? Du hast gefragt. Ich wollte nur... Tick-Tack, Tick-Tack. Hörst du das? Das ist meine biologische Uhr. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Ganz schön voll hier. Gibt's was umsonst? Ja. Ein Tipp für deine Freundin. Solange sie keinen Ring am Finger hat, sollte sie ihren Typen nicht allein durch die Stadt wandern lassen? Meine Frage bezog sich auf das Essen. Ach, sag das doch gleich. Fuelock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind... Sonst noch Fragen? Einmal Toast und Milch, bitte. Hast du Geld? Nö. Dann muss deine Freundin blind sein. Hast du eine Zeitmaschine? Meinst du, ich würde so aussehen, wenn ich eine hätte? Zeitmaschinen sind selten geworden. Maverick hat eine Instant Change. Aber er würde lieber seinen Großvater überfahren, als jemanden darin mitzunehmen. Und dann ist da noch Vince, der allerdings nur deterministische Zeitreisen anbietet. Das ist erstens langweilig und zweitens riecht Vince nach verdauten Pflaumen. Ansonsten kenne ich nur noch das alte Timepod in Roccos Werkstatt. Keine Ahnung, ob das noch funktioniert, wenn du also eine Passage brauchst. Vergiss es einfach. Wir sind hier alle gestrandet. Das Beste, was du tun kannst, ist, so schnell wie möglich unter die Haube zu kommen. Hm, okay. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Dann schauen wir uns mal weiter um. Das waren zwei von vier möglichen Fragezeichengängen. Kadaver. Kadaver. Ich habe sie aus meiner Rippe erschaffen. Und jetzt brauche ich die Rippe zurück. Ich habe sie aus... Jetzt brauche ich... Hm. Mag es ja nicht. Oder möchtest du unbedingt von einem Fuelock-Rudel zerfetzt werden? Naja, ich dachte, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Nicht denken, Soldat. Hier draußen herrscht Krieg. Und im Krieg gibt es nur Verlierer. Vulva, Vulva. Ausguck. Ich finde, er nimmt die Sache ein bisschen zu ernst. Er bräuchte mal einen Perspektivenwechsel. Heda, hu. Lenk mich nicht ab. Ich muss aufmerksam bleiben. Oder möchtest du unbedingt von einem Fuelock-Rudel zerfetzt werden? Ihr habt hier ein Fuelock-Problem? Wonach sieht das denn hier aus? Hm? Nach hysterischer Überreaktion. Auch? Was sind das für Tonnen? Da verwahren wir das Saatgut, damit es nicht verdirbt. Und damit die Wombats nicht rankommen. Die Viecher werden immer lästiger. Fast schon schlimmer als die Fuelocks. Immer häufiger erwische ich sie dabei, wie sie sich an den Tonnen zu schaffen machen. Darum behalte ich jetzt immer beide Seiten im Auge. Meine Frau sagt, ich habe schon zu schielen angefangen. Gut, dass es im Fuelock-Gebiet gerade so ruhig ist. Für einen Zwei-Fronten-Krieg wären wir nicht gerüstet. Also müssen wir beide Fronten gegeneinander aufhetzen. Was sind das für... Hey, Finger weg! Da verfahren wir das da. Und damit die Viech passt immer heute darum... Okay, wir wollen also einen Zwei-Fronten-Krieg provozieren. Finde ich gut. Ach, da bist du! Howdy, Rufus. Du rätst nicht, wen ich in der Stadt getroffen habe. Mein Opa, ich weiß. Er hat mich nicht erkannt. Kein Wunder.
Für ihn bist du noch gar nicht geboren. Das werde ich wohl auch nie. Schon kleinste Eingriffe verändern den Zeitstrang. Wahrscheinlich haben wir die Geburt meines Vaters bereits verhindert. Ach, Papalapap. Ich habe in letzter Zeit alles Mögliche gesehen. Ich habe sogar alles Unmögliche gesehen. Aber nichts, was auch nur die geringste Ähnlichkeit mit einem Zeitstrang hat. Das Ganze ist eher ein zerfusseltes, verknotetes, verzotteltes, vernuppeltes, verzwirrtes Zeitknäuel. Es ist okay, Rufus. Mir geht's gut. Ist es nicht unglaublich faszinierend hier? Nein. Naja, voll pittoresk, du. Aber wir müssen schleunigst weiter. Schon vergessen? Wo ist Dol? Im Farmhaus. Aber kein Grund zur Eile. Hier, in der Zwischenzeit ticken die Uhren anders. Ich bin im Bilde. Noch lange kein Grund, den Fuß vom Gas zu nehmen. Eines von diesen Portalen muss nach Kuvak führen. Wir haben es ja vorhin selbst benutzt. Ja, es ist das da. Das da? Ich hatte eigentlich mit ein paar kniffligen Rätseln gerechnet. Aber umso besser. Warte hier, ich hole Goal. Und dann holen wir uns unsere Zukunft zurück. Ich meine, es ist das da? Das ist ja fast schon zu einfach. Kaputtes Butterfass. Echt, die Zeitmaschine-Version 2, der Butterstampfer. Kann nicht euer Ernst sein. Hey, Goal! Keine Zeit zum Kaffee trinken. Es geht weiter. Wir... Moment mal. Habe ich richtig gezählt? Du bist Goal. Also auch Goal. Und du bist fast so scharfsinnig, wie ich dich zurückgelassen habe. Rufus. Weltretter, Zeitreisender, Selbstmörder. Du hast Po-Model vergessen, aber nicht so schlimm. Die Frage ist doch, wie kann das sein? Was tust du hier? Welche Goal bist du? Sie ist die Goal, die du aus der Zukunft gerettet hast. Und im Gegenzug hat sie mich und Mac auf Elysium sitzen lassen. Zeitmaschine geklaut und wusch, ab dafür. Ich hab halt nicht so ein Gespür für dramatische Abgänge wie du. Und weit gekommen bist du auch nicht. Ja, ich war vielleicht etwas vorschnell. Als ich in der Zwischenzeit ankam, gab es keine Zukunft mehr. Der Tunnel war einfach zu Ende. Und der Autopilot hat mich direkt darauf zugesteuert. Ich musste bruchlanden und war gestrandet. Für uns sind nur wenige Stunden vergangen. Für sie war es ein ganzes Leben. Warum hast du nicht eins der ganzen Portale genommen? Die Portale öffneten sich erst viel später. Zunächst waren alle außer Reichweite. Dann begannen die ersten Deponianer, ihren Schrott in die Anomalie zu werfen. Auch die ersten Zeitreisenden kamen aus allen möglichen Vergangenheiten. Die meisten strandeten hier. Wie ich. Aus dem Schrott bauten wir Paradox City. Zunächst wollten wir die Portale erreichen, aber keines davon führte in die richtige Zeit. Spätestens als die ersten Kinder geboren wurden, wurde uns klar, dass wir uns ein neues Zuhause gebaut hatten. Aber jetzt bin ich ja da. Also kommen wir. Was war das? Ein Erdbeben? So eines gab es bislang nur ein einziges Mal. Damals, als die Portale aufgingen. Hier ist was los. Geht nicht weg. Ich schau mir das mal an. Ach, nicht doch. Wo ist das Kuvak-Portal? Und die ganzen anderen? Alle weg. Ich glaube, ich habe eine Erklärung. Als ich vorhin im Labor die Tachyonen undosiert in das offene Portal ergossen, haben wir damit nicht nur ein Portal geöffnet, sondern auch alle umliegenden. Portale an die unterschiedlichsten Orte und Zeiten. Da die Zeit hier drin schneller verstreicht, standen sie über Jahre offen. Während du an der Uni Goal geholt hast, ist hier eine ganze Stadt entstanden. Kurz nachdem du durch das Portal gestiegen bist, hat sich die Anomalie hinter dir geschlossen. Im Labor nur ein Augenzwinkern. Hier mehrere zig Minuten. Du meinst, diese Stadt existiert nur, weil wir vorhin das Portal geöffnet haben? Bringt einen ganz schön ins Grübeln, nicht wahr? Ja, zum Beispiel, wie wir hier wegkommen, jetzt wo die Portale dicht sind. Ich dachte eher an die moralischen Implikationen. Was passiert mit den Menschen hier, wenn wir die alte Zeitlinie wiederherstellen? Dürfen wir das überhaupt noch? Ich sehe keine Verbotsschilder. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Du solltest das untersuchen lassen. Ah, okay. Also nix war's. Erfreulicherweise war noch etwas Gegengift übrig. Aha. Na, unterhaltet ihr euch gut? Ich erzähle Goal gerade von deiner Briefmarkenkanone. Ach ja, ich hätte nicht so viel Käse verwenden dürfen. Okay, Skulpturen. Skulpturen. Batterieschnabeltier. Nehmt man doch gerne mit. Du bist unter die Bildhauer gegangen? Ich hatte viel Zeit. Das entschuldigt einiges, aber nicht alles. Kann ich das mitnehmen? Nein,
Es ist noch nicht fertig. Ich könnte es doch fertig machen. Und wie willst du das fertig kriegen? Ich kriege alles fertig. Du machst mich fertig. Werd ihr bald mal fertig? Ja. Moin. Na dann nimm's halt. Fertig. Auf die Plätze, los. Und fertig. Und jetzt habe ich ein Ding. Was ist hier gerade passiert? Ich habe eine Steinskulptur, weil... Ist so. Bürste, klar. Goal, auch Goal. Sie ist komplett verwirrt. Wäre ich wohl auch. Sie hat sich gut gehalten. Die Portale haben sich geschlossen. Ich muss versuchen, sie wieder aufzumachen. Kommst du mit? Kann das nicht warten? Ich unterhalte mich gerade. Nö, klar. Du kannst natürlich auch den ganzen Tag lang Selbstgespräche führen. Tust du doch auch immer. Eigentlich redet er die ganze Zeit. Ich höre nur zu. Klar. Die Portale haben sich geschlossen. Dir wird schon was einfallen. Mir ist schon was eingefallen. Nein, du bekommst keinen Raketenrucksack. Oh, du Büserbau. Ah, sie kennt mich so gut. Schön. Erzählst du von unseren Abenteuern? Ja. Euer Auftauchen ruft eine Menge Erinnerungen wach. Ich hatte fast vergessen, wie lässig wir damals waren. Lässig? Grob fahrlässig trifft es wohl eher. Grob fahrlässig? Das gefällt mir. Fasst es gut zusammen. Erzählst du? Ja, ich hatte... Erzähl... Ja, ich... Und? Können wir dann los? Jetzt nicht, Rufus. Ich erfahre hier gerade die unglaublichsten Dinge. Es ist wahr. Einfach alles. Die dunkle Seite, den Yeti. All das gibt es. Schön. Ja, und wir dürfen mal wieder lässig rumpuzzeln hier. Dann können wir noch zurück? Zur Hillbilly Hacienda. Uiuiui. Ein Portal ist noch offen. Schau mal. Willst du ein Butterstamping? Die Leine! Aber Dolly, Dolly! Ist ja schon gut. Das war er, wann er rumholt. Hey, Rocco. Howdy, Rufus. Howdy, howdy. Kannst du die Portale reparieren? Beunruhigend, nicht wahr? Aber wohl kaum zu ändern. Portale haben weder einen Motor noch andere mechanische Bauteile. Dann bleibt das wohl wieder an mir hängen. Gibt es Ziegen in Paradox City? Nicht, dass ich wüsste. Und du findest bestimmt einen besseren Zeitvertreib, bis die Portale wieder aufgehen. Wie meinen? Ich muss zum Timeport. Das geht nicht. Es ist sowas wie ein Familienerbstück. Ist doch Schiebung. Es gehört der alten Goal. Gehörte. Sie hat es meinem Vater überlassen. Also das ist doch... Man kann mit meinem Opa nicht argumentieren, Rufus. Warte mal kurz. Was machst du denn hier? Ich bin eine mysteriöse Stimme aus deiner Erinnerung. Was? Seit wann denn das? Gefällt es dir nicht? Doch, es ist ganz lässig. Mit wem redest du denn da? Ruhe da hinten. Hast du einen Tipp, wie ich an ihm vorbeikomme? Nicht wirklich. Er war der störrischste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Das ist aber nicht besonders hilfreich. Du hast recht, sorry. Jetzt komme ich mir irgendwie dumm vor. Dieser scheiß Effekt, ey. Mach's gut. Alles gut bei dir? Wieso? Ach nichts. Was war noch gleich deine Frage? Ich muss wirklich dringend zum Timeport. Und ich sage nein. Es ist sowas wie ein Familienerbstück. Und Familie geht vor. So wird das nichts, Rufus. Verdammter Effekt. Yay! Mysteriöse Erinnerungs-Chronicle. Was? Yay! Und? Hast du schon eine Idee? Ich dachte, du hättest eine. Hab ich aber nicht. Und was treibst du dann hier? Du. Immer wieder nett von ihm zu hören. Ach, ein guter du Typ. Du benimmst dich sehr merkwürdig. Ja, du doch auch. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Dun dun dun. Also riechen aber die kaputtes Busterfass.
Disziplin, ne? Was? Das wäre wahrscheinlich für den... Ja, ich weiß schon. Lass mich mal was probieren. Also Stichwort Zwei-Fronten-Krieg. Dazu muss ich... Komisch, ich sehe gar nichts. Muss ich die Tonnen aufmachen vielleicht? Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. Er hat sich... Das war einfach geraten. Aber gut. Hey, Moment mal. Ich kenne dieses Geräusch. Da sind doch wieder Wombats an den Toren. Wombats? Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Na los, zeigt euch! Und wie sich. Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Man geht auch gerne nach Philoxity. Kitty, Kitty, Kitty. Den Kadaver nehmen wir auch noch. Nee, Kitty, nicht. Kitty, Kitty, Kitty. Ah. Jetzt kann man den Hebel ja wieder betätigen. Na los, zeigt euch! Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Komm. Na, wollen wir den Wombat rausholen? Er hat sich die Rechnung redlich verdient. Na gut. Es gibt frischen Fuelock. Kann ich diese Fuelock-Rippe gegen was Essbares eintauschen? Nein, am Ende hast du sie noch aus einem verwesenen Kadaver von der Straße aufgelesen. Na, ich doch nicht. Aber wer würde denn so etwas tun? Ist ja Schwachsinn. Eine Fuelock-Rippe! Woher hast du die? Woher schon? Ich habe sie einem Fuelock aus den Rippen geleiert. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, kannst du die Suppe zu meinem Zukunfts-Ich bringen? Klar, warum nicht? Aber Vorsicht! Ich glaube, er sucht nach einem Grund, mich feuern zu lassen. Um seine eigene Zukunft zu verhindern? Das klingt gut. Fuelock-Suppe! Na, endlich! Verdammt, die war ja sogar ganz passabel. Höre ich da Enttäuschung? Ja, vom Leben. Meine ganze Jugend lang habe ich mal locht, um mir eine Interchange 5 leisten zu können. Jetzt bin ich alt. Anderen das Leben schwer zu machen, ist die einzige Freude, die mir geblieben ist. Und jetzt kriege ich nicht mal das mehr hin. Sei nicht so hart zu dir. Du schaffst das. Sei so gut und bring mir noch einen Nachschlag. Vielleicht finde ich ja dann das Haar in der Suppe, das mich ermächtigt, jemanden feuern zu lassen. Das ist die richtige Einstellung. Golds Haare mögen ihre Farbe verloren haben, aber sie duften immer noch nach Marshmallow-Bonbons. So, noch eine. Und? Was sagt er zu der Suppe? Es scheint ihm geschmeckt zu haben. Er will noch eine. Wirklich? Oh, Junge, vielleicht habe ich meine Zukunft doch noch nicht vermasselt. Hier, zum Glück ist jetzt wieder reichlich da. Herr Ober, da ist ein Haar in meiner Fuelock-Suppe. Dann seien Sie froh, dass Sie keine Fuekaka-Suppe bestellt haben. Ach, Scherzbold. Na dann. Warte, aber bevor ich das... Also wenn er sich selbst feuert, na, dann wird er doch nie... Ich war drauf und dran, mein Vergangenheits-Ich feuern zu lassen. Aber jetzt, Paradox Moment City. Mal, was zum Vogel soll das denn? Da ist ja ein Haar in meiner Suppe. Ich will sofort mit dem Oh, wie kommst du denn so schnell hierher? Oh, du erlebst offenbar einen Nebeneffekt meiner neuen Instant Change 2. Sie benutzt eine Zeitreisetechnik, bei der keine neuen Zeitstränge entstehen. Alle Änderungen werden sofort sichtbar. Wolltest du nicht eben noch auf die Fünfer sparen? Ja, aber dann kam mein Zukunfts-Ich. Komplett pleite. Da habe ich ihm die Zweier abgekauft. Die ist auch ganz brauchbar. Solange man keine schwangeren Frauen mitnimmt. Und weil ich jetzt nicht mehr sparen brauche, habe ich direkt gekündigt. Mein Zukunfts-Ich brauchte eh dringend einen Job. Und wovon willst du jetzt leben? Als erstes haue ich meine Altersvorsorge auf den Kopf. Und dann mal gucken. Plötzlich sehe ich wieder eine rosige Zukunft vor mir. Ja. Ah, schön. Das ist also deine Instant Change 2 da draußen? Ja. Wieso? Nur du hast das Licht angelassen. Tatsächlich? Bestimmt wieder ein Problem mit der Elektronik. Verdammter Butterstampfer. Warum nur habe ich nicht auf die Fünfer gespart? Tja, das weiß niemand. Hier, kannst du es bitte für mich ausschalten? Na klar, ich helfe doch, wo ich kann. Der... Ich werde ihn lieber nicht stören. Er ist noch in der Probezeit. Warum finde ich das nur so witzig? Haha!
Erfolg! Boah, was ist das alles nur für ein Zeug? Ich frage mich, ob es mir gelingt, den Motor zu starten. Klingt schlecht. Verdammter Butterstampfer! Schauen wir mal rein. In so einem kleinen Kaff muss man zusehen, dass man schnellstmöglich unter die Haube kommt. Oh. Allerdings fehlt dazu, Achtung, Wortspiel-Hattrick, ein Zylinder. Merke. Also jetzt mal im Ernst, hier fehlt wirklich ein Zylinder. Kaputtes Butterfass. Von der Größe her würde das schon passen. Aber wozu? Es ist kaputt. Ha. Da hat aber jemand mal ordentlich zugebuttert. Na klar. Wie kann ich das denn reparieren? Um diese Skulptur zu zerstampfen, bräuchte ich schon ein Werkzeug mit deutlich mehr Power. Die Musik im Hintergrund ist so entspannt, die ist so gut. Ha. Hat ihr ein kaputtes Butterfass? Na, wie wär's? Ich meine, du bist Architekt. Verschwende kann. Nicht meine Zeit mit diesem nutzlosen Tant. Ich habe hier eine Zukunft auszugraben. Fuchtel damit nicht so rum. Wenn dieser Firlefanz in dem Bohrer gerät, hast du die längste Zeit mal Firlefanz gehabt? Ach, das können wir ändern. Die Welt ist noch nicht bereit für dieses Kunstwerk. Aber in der Zukunft werden sie sicher zu schätzen wissen. Ja, das ist ein Steinbruch. Schön. Die Zukunft hat geregelt. Es liegt offenbar noch ein steiniger Weg vor mir. Na klar. Das beweist, dass ich nicht auf dem Holzweg bin. Xavier Nadu findet das gut. Komisch, ich sehe gar nichts. Ha. Wie läuft's denn bei euch? Ich meine, 5 unterschiedliche Tierbisse in einer halben Stunde. Hallo? Respekt? Ah, wenn man vom Teufel spricht. Ich habe einen Felsbruch. Schau mal, es ist vollbracht. Der unfertige Punkt ist vollendet. Ach, Rufus, du Ochse. Jetzt ist er doch gar nicht mehr unfertig. Und ich muss noch mal ganz von vorne anfangen. So gesehen war er also nie unfertiger, oder? Trotzdem Ochse. So. Reparier das. Hast du immer noch diese Angewohnheit, alles mitzunehmen, was nicht festgeschraubt ist? Oh, ja. Vor allem habe ich immer noch diese Angewohnheit, meinen Schraubenzieher zu vergessen. Willst du einen Butterstampfer, der kaputt ist? Jetzt nicht, Rufus. Bist du etwa... Nein, keine Sorge. Ich brauche einfach nur ein bisschen Zeit mit mir selbst. Dann will ich ja nicht stören. Jetzt nicht, Rufus. Bist du etwa immer noch wütend? Nein. Piep, piep. Scoop-Doo. Dun. Wie sie was geht. Ich muss sie nicht in alle Einzelheiten meines Plans einweihen. Ein Zauberer verrät nie seine Tricks. Kannst du das hier vielleicht reparieren? Nicht ohne Werkzeug. Und das habe ich im Timepod gelassen. Dann müssen wir einen Weg finden, an das Timepod zu gelangen. Das müssen wir doch sowieso. Ach ja. Ja, stimmt.